Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eröffnete am Samstagabend in Berlin die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung, die Special Olympics World Games. Ich erkläre hiermit die Special Olympic World Games Berlin 2023 offiziell für eröffnet. Vor über 50.000 Zuschauerinnen und Zuschauern wurde im Berliner Olympiastadion die Flamme der Special Olympics entzündet. Rund 6.500 Athletinnen und Athleten aus über 170 Nationen sind nach Berlin gekommen, um 8 Tage lang ein sportliches Miteinander zu erleben und um miteinander zu feiern. 26 Sportarten sowie Unified-Sportwettbewerbe stehen in den nächsten Tagen auf dem Programm. Symbolisch für das große Miteinander brachte jede Delegation Wasser aus ihrem Heimatland mit nach Deutschland. Die Special Olympics, ein Meer von Emotionen. Und auch für NBA-Champion Dirk Nowitzki war es eine Herzensangelegenheit, im Olympiastadion mit dabei zu sein. Ich bin glücklich und aufgeregt, hier zu sein, um Aufmerksamkeit für die Special Olympics World Games zu schaffen. Wir wissen, dass es in Deutschland viele Vereine gibt, die nicht die Möglichkeit haben, sportliche Angebote für Menschen mit Behinderung zu schaffen. Deshalb sind wir hier, um das hoffentlich in der Zukunft zu ändern. Unbeatable together, zusammen unschlagbar, ist das Motto dieser Spiele. Bis Sonntag, den 25. Juni, wird die Fahne der Special Olympics im Berliner Olympiastadion wehen. Inklusion, Gleichberechtigung und ein friedliches Miteinander. Dafür stehen diese Spiele. Wir sind eine Welt. We are one world. Die Freude und Leidenschaft für diese Spiele war allen Beteiligten anzusehen. Ein bewegender Abend ging schließlich mit einem großen Feuerwerk zu Ende. Es war der perfekte Auftakt für ganz besondere Tage in Berlin. Berlin lädt ein zu den Special Olympics World Games. Die weltweit größte Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Infos unter berlin2023.org.